Servus, grüß euch. Gell, heute habe ich mir ein bisschen schneidiger angezogen, weil ich mir gedacht habe, der Tag hat in der Früh schon so gut angefangen. Da schaust du erst die aktuellen Meldungen, dann steht drin, dass der Kommunistenkardinal Marx seinen Rücktritt angeboten hat. Also dem komischen Aushilfspapst da in Rom. Da denkst du eigentlich schon, der Tag wäre gut. Und dann habe ich gelesen, Katastrophenfall in Bayern beendet. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das passt. Darauf gibt es heute einen Champagner, weil Katastrophenfall in Bayern beendet kann nur heißen, Söder ist entweder irgendwo verloren gegangen, eine Etage tiefer versetzt worden oder zurücktreten zumindest. Aber nein, das hat dann nur geheißen gehabt, dass der Dr. Magus, der Schutzheilige der Covid-Idioten, gesagt hat, dass der Katastrophenfall in Bayern aufgekommen ist. Ja, das war's dann mit dem freudigen Ereignis für heute. Gell? Wenn man denkt, ja, dann brauche ich mich auch nicht mehr schick Gott sagen, ist eh nichts zum Feiern. Das Zeugel brauchen wir dann halt auch nicht, weil wenn der immer noch da ist, der Dr. Magus, dann geht ja der Schwachsinn weiter. Ich fange gleich mal wieder an mit unserem Schutzheiligen, dem Schutzheiligen der Covid-Idioten, Aluhutträger, Zeugen Coronas und Maskentaliban, euer Freund, der Dr. Magus. Er ist ja jetzt überall zum Sehen. Überall hängt er seine blöde Nasen rein und ist sie nicht so blöd, dass er überall in ganz Bayern auftaucht. Also man muss echt Angst haben, wenn man irgendwo unterwegs ist, dass er auf einmal da einer gewankt kommt mit seiner Entourage und dann sagen, ich bin der Dr. Magus, ich bin jetzt da. Ich habe dann immer Angst, dass unser Landrat hinterher tackelt und sagt, ui Magus, ich fahre danach, ich gehe danach, ich leg dir die Füße. Und was macht der Dr. Magus, wenn er unterwegs ist? Er zeigt uns, wie schön das in Bayern ist. Irgendwie möchte die Leute sagen, macht's in Bayern Urlaub, jetzt wo ich euch aus dem Straflager rauslasse. Ich gestern war ja ein bisschen unterwegs in Oberbayern, nicht auf unserer Seite allein, im Berchtesgadener Land, sondern habe mir in die andere Seite umgeschaut. Also so Tölz und darüber. Die Leute strömen aus. Und dann gibt es wirklich Leute, die meinen, der Dr. Magus hat es rausgeschickt. Und dann freuen sie die beim Rausgehen. Und dann wollen die wandern und die wollen bauen gehen. Wer kann sich einen eigentlich verdenken, nachdem sie jetzt monatelang, ein halbes Jahr oder länger eingesperrt waren? Also wir seit 10. Oktober sind wir eingesperrt worden von den Wahnsinnigen in der Politik und dann wollen die Leute raus. Es gibt halt nicht nur Parkplätze. Okay. Und dann gibt es Leute, die parken dann neben der Straße. Aber nicht so, dass es gefährlich ist, sondern die parken anständig neben der Straße. Und was machen an Dr. Magus seine Schergen? Die haben nichts Besseres zum Tor, als dass sie rausgingen und fleißig Strafzettel schreiben. Also dieser die Knalltüten, der Omin Menger, die sich unser Ministerpräsident schimpft, macht überall, hängt er seine Nasen ein und sagt, Leute, geht's wieder raus und macht's in Bayern Urlaub, aber kaum geht einer raus, kommen seine Schergen und jawohl, da machen wir jetzt eine Strafe. Gut, unser Landrat freut sich, der wird sagen, ja, das machen die bloß einmal, geh, dass sie zu uns kommen und danach kann ich's wieder heimschicken. Wir brauchen keine Leute nicht. Die stören uns bloß im gemütlichen Nix da. Also, ich verstehe es nicht. Und gut, man sieht natürlich, viele Wirtschaften haben auch nicht auf, weil es weiß ja keiner bei dem Wahnsinn, wie es eigentlich abläuft. Jetzt ist dann der Katastrophenfall beendet. Jetzt können wir vielleicht auch irgendwann wieder die Innengastronomie aufmachen. Und ich hoffe nur eins, dass dann die 3G-Regelung wirklich zählt. Und zwar die wirkliche 3G-Regelung. Nämlich die Gescheiten, die geistig Fitten und die Gesunden, dass die wieder an die Macht kommen. Und dass die Covid-Idioten und die Maskentaliban mit dem Dr. Magus und mit dem Landrat da hingeschickt werden, wo sie hinkommen. 2 oder 3 Etagen tiefer. Die sollen zum Teufel gehen. Die braucht kein Mensch mehr, diese Wahnsinnigen. Und die Leute, die dieses Maskenregime mitmachen, die dieses Impfregime mitmachen, gleich mit runter. In der Hölle soll's schmoren. Gell? Weil ihr habt da herum nichts zum Suchen. Jetzt ist da herum wieder Platz für die Gesunden, für die geistig Fitten und für die Gescheiden. Und nicht für euch, Maskentaliban, Zeugen Coronas, Anhänger der Pharmalobby und Nachläufer von dem ganzen Wahnsinn. So, in dem Sinn. Ah,
Ich hab noch eins. Der Dr. Markus, der ganz der Große. Jetzt sind ja die Impfzentren, zum Teil werden sie wieder geschlossen, weil es ist von dem Astra-Quatsch nichts mehr da. Also das Vakzinieren, das haut alle nicht so richtig hier. Das Blöde ist, dass jetzt die Kinder vakziniert werden sollen, warum auch immer. Aber es ist ja neben die Testzentren, ist ja ein neues Geschäftsmodell nachher entstanden. Wir machen Testzentren. Also jeder kann so einen Test anbieten. Und die sind ja dann wirklich gewachsen wie die Frühlingsblumen. Überall war ein Testzentrum. Und jetzt sind sie draufgekommen, dass der Schindluder damit drin wird, dass die Abrechnungen falsch sind. Na, wundert euch das. Wenn der Dr. Markus und Sie da, die Funsen da aus dem Osten, wenn die was planen, das kann nicht gut gehen. Und wenn unser Landrat mitmacht, dann kann es erst recht nicht gut gehen. Und dass da Abrechnungen falsch sind, na, wer hätte sich das gedacht? Ha, wenn das Geld direkt da liegt, dass die, ja, die bisschen, da brauche ich nur ein bisschen kriminelle Energie, dass die zugelangen. Aber ihr lauft ihm nach wie vor hinterher, unserem Dr. Markus, dem Schutzheiligen der Covid-Idioten. Lauft weiter hinterher. Irgendwann kommt die Rechnung. Und ich meine jetzt nicht persönlich. Das Geld, das da ausgegeben worden ist, das ist nicht vom Himmel gefallen. Das habt ihr zum Zurückzahlen. Genauso wie mir leider auch. Bloß ich kann immer dann sagen, ja, mich trifft es auch. Aber es war euer Schuld. Und euch gebe ich auch nach wie vor die Schuld. Und da gebe ich auch die Bürgermeister und andere die Schuld, die immer noch nicht dagegen aufstehen und was dagegen dann. Komisch ist ja auch, so ab 7., also ab nächster Woche, kann man auch wieder ungetestet vermutlich in die Gastronomie gehen. Fangt einmal das Ding an, ihr geistig Umnachteten, das ihr den ganzen Wahnsinn mitgemacht habt. Warum kann man jetzt auf einmal wieder als Ungetesteter auch umeinander laufen? Wahrscheinlich wird die Windel Pflicht auch bald aufkommen. Und dann heißt es wieder, ja, wir brauchen wieder nur noch die Merkel-Söder-Windel, also die leichte. Andere Länder haben das ganze Krampfgeschmarre schon weg. Du. Israel, der grüne Impfpass ist auch schon in die Tonne geklopft worden. Aber die unseren laufen hinterher, gell? Ganz brav. Wie immer. Das war vor knappe 80 Jahren schon so, dass ihr hinterher gelaufen seid oder eure Vorfahren. Ihr habt die gleichen Gene anscheinend. Das war in der Dädere so, ihr seid auch nachgelaufen, von einer Diktatur in die andere. Und jetzt rennt es wieder hinterher und tat es auch noch jubeln und sagt, hurra, hurra, wir laufen in den Untergang. Lauft's nur. Euch trifft es euch allererste. Weil die haben kein Mitleid mit euch. Und ihr auch nicht mehr. So, in dem Sinn, bleibt's friedlich, bleibt's demokratisch, bleibt brav und vor allem schaut nach wie vor euer Hirn ein. Denkt an die 3G-Regelung. Gescheit, geistig fit und gesund. In dem Sinn, Servus.